Wir haben jetzt frei, Feierabend, endlich können wir in den Sonnenuntergang reiten. Aber das war schon eine sehr, sehr gute Serie, gerade dass wir Tsitsipas da einfach mal zu null geschlagen haben. Schon ein Träumchen. Aber mich würde jetzt echt mal interessieren, ob der irgendwie verletzt ist. Nö, Verletzungsrisiko steht nichts von Verletzung. Also keine Ahnung, was da los war. Weiß nicht, ob der keine Lust hatte. War das der Kyrgios-Virus, dass er einfach da keinen Spaß mehr dran hat? So, jetzt haben wir noch eine Stunde übrig. Das können wir uns mal knicken und gehen mal in die nächste Woche. Und kommen natürlich zurück. Coach ist schon im Center, ist doch auch nett. Im Einkaufscenter wahrscheinlich. Dann haben wir jetzt hier noch 42 Stunden übrig. Das wollen wir doch jetzt nochmal schön fair trainieren. Beziehungsweise können wir vielleicht nochmal einen Coach einstellen. Wir haben 7.500. Wir kriegen noch das Geld von den US Open. Das wird sicherlich nicht wenig sein. Momentan haben wir Aufschlag, Physis, Rallye und Spezialschläge. Fall hier nochmal was drauflegen. Das hier ist eigentlich immer nur so ein bisschen zur Regeneration. Ja, toll, hat viel gebracht. So, Spezialschläge trainieren wir noch ein bisschen. Bei 37,9 machen wir nochmal Stellungsspiel. Das könnte ein bisschen regenerieren. Sehr gut. Und naja, das Volleyspiel lasse ich jetzt nach wie vor ein bisschen außen vor. Wir müssen vielleicht mal ein bisschen Geschwindigkeit machen. Da sind wir manchmal immer noch ein bisschen zu langsam. Dann machen wir nochmal Rallye 5 Stunden. Dann erhöht sich das da auch nach und nach. Und dann sind wir für die asiatischen Hardcourt-Spiele dann, glaube ich, ganz gut. Topspin können wir nochmal ein bisschen trainieren. Ja, machen wir mal 3 Stunden. Mal schauen, wo geht's denn hin? 26,8. Gut. Trainiert haben wir. Gehen wir mal rein die nächste Woche. Sie haben die Top 50 im Einzel zum ersten Mal in ihrer Karriere erreicht. Sehr schön. Ist das Novak Djokovic? Könnte er sein. Sieht zumindest so aus. Wir sind jetzt die Nummer 47 der Welt und haben richtig viel Kohle dazu bekommen. Das war nämlich mein Wunsch. Ich wünsche mir immer viel mehr Geld. Nadal gewinnt dann im Finale gegen Tschumur. Also Tschumur hat sich dann anscheinend in der nächsten Runde locker durchgesetzt. Schauen wir nochmal auf den US Slam. Also da waren wir ja im Achtelfinale. Da sehen wir es gegen Delbonis und Schumur. Ah ne, Quatsch, gegen Krajinovic hätten wir gespielt. Da habe ich eh falsch geschaut. Krajinovic hat sich dann in einem super harten Duell in 5 Sätzen durchgesetzt. Aber Krajinovic hat ja auch sensationelle Werte. Das haben wir auch schon mal zu spüren bekommen. Er ist nicht der konstanteste Spieler und von der Taktik her nicht so stark, aber der kann schon knüppeln und Nadal gewinnt dann im Endeffekt die US Open. Ein Spieler, den wir sogar fast einen Satz abgenommen hätten, gegen Damir Tschumur im Finale. Ein bisschen überraschende Ergebnisse wieder. Pospisil hat es ins Viertelfinale geschafft. Der beste Spieler der Welt. Unfassbar. Karin Khachanov scheint hier auch ganz gute Werte zu haben. Auch perfekt getroffen. Hat einen auf den Kopf geschissen anscheinend. So, aber jetzt schauen wir mal. Wir müssten richtig viel Kohle haben. 53.000 haben wir zur Verfügung. Wir haben jetzt aktuell für Aufschlag, Rallye, Physis und Spezialschläge. Was sagt der Sponsor? Prestige ist immer noch sehr niedrig. Das verstehe ich nicht so richtig, warum das so langsam hochgeht. Schauen wir mal. Trainingspartner brauchen wir nicht. Das sind jetzt natürlich schon super starke Trainer hier. 25% mental. Thomas Schneider würde 25% Rallye. Würde das dann nochmal on top gehen? Weil ich würde mich wirklich gerne bei der Rallye. Also die brauchen Flug erster Klasse. Hier hätten wir zumindest zwei. Wenn sie ohne ihren Coach reisen, sorgen Assistenten für ein geringeres Motivationsmalus ermöglicht ihnen jede Art von Training. Ist vielleicht auch ganz geil, aber muss nicht unbedingt sein. Die können, würden alle noch Business Class reisen. Hier haben wir Sergej Kotow. Dann würde ich den nochmal mit einstellen.
Möchte mal schauen, ob das dann trotzdem noch geht. Wenn ich jetzt mal schaue im Team, geht es dann trotzdem nochmal on top bei Rally oder ist das dann trotzdem nur diese 25%? Also ist das hier fast ein bisschen unnütz. Ah, okay, der will nur ein höheres Hotel. Also das hat eigentlich gar nichts gebracht, den jetzt zu verpflichten. Kann ich den auch wieder entlassen? Scheiße. So, ich weiß nicht, wie viel Geld das jetzt gekostet hat. Das war nicht so clever. Wie viel Geld haben wir jetzt schon eingespielt? 23.000. Das reicht wahrscheinlich noch nicht, um hier irgendwas auszubauen. 30.000 wäre der Platz hier. Schaut's hier aus? Boah, 150.000. 200.000, das ist schon alles sehr teuer. Also wir haben ja schon Rallye und Spezialschläge, aber man sieht das hier auch Aufschlag und Physis. Dann nehmen wir doch vielleicht wirklich mal nochmal Mental, weil Tommy da ja schon so gut ist. Mental ist aber von der Physis her wäre vielleicht echt nochmal was wichtig. Da haben wir momentan plus 10% auf das Training. Ja, Volley und Mental würde halt irgendwie noch fehlen. Volley, Rally. Kann man das irgendwie sortieren? Hauptfähigkeit Volley, aber eigentlich würde ich Hauptfähigkeit gerne mal Mental nehmen. Das ist wahrscheinlich eher die Nebenfähigkeit von einigen. Aufschlag und Mental. Mental 20%. Dann nehmen wir hier nochmal Frank Keller mit rein. Und Spezialschläge plus 15. Alterungsspezialist, auch nicht schlecht. Physiotherapeut auf ihre Regeneration, wenn sie sich für eine Pause entscheiden. Würde auch nochmal 20% auf die Physis geben. 3850. Mental- und Spezialschläge 3400. Volley und Aufschlag. Dann nehmen wir mal Jeff Holman. So, jetzt haben wir 51.000 Cash, haben richtig viele Trainer an der Seite, wenn wir uns das mal anschauen. 20% Rallye, Aufschlag, Spezialschläge, Volley noch nicht so sehr, Physis auch nur plus 10. Aber das kostet natürlich jetzt auch alles richtig Kohle jede Woche. Und wir haben jetzt erstmal auch keine Turniere, die wir spielen. Also von daher wäre. Ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir uns hier nochmal verbessern. Ja, scheiße. Ist gleich mal die Kurzzeitform runtergegangen. Ein bisschen Yoga. Die Stärke müssten wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen erhöhen. Machen wir noch ein bisschen Rallye-Training. Dann haben wir bestimmt bald einen guten Tommy. Ich bleibe jetzt mal hier drin noch mit oder würde das mal mitnehmen. So, Spezialschläge nochmal verbessern. Kurzzeitform geht immer weiter runter. Schauen wir mal, dass wir die Konstanz nochmal erhöhen. Dann geht es immerhin auf 38% wieder hoch. Und schauen wir mal, dass wir den Return nochmal einzeln trainieren. Dann ist der schon bei 62,4. Dann haben wir noch 9 Stunden übrig. Schauen wir mal, dass wir die Vorhand noch ein bisschen präziser hinbekommen. Und dann bewegt sich hier doch ein bisschen was bei Tommy. So, richtig große Sprünge gemacht hat Taylor Fritz. Um 2 Positionen hat er sich bewegt. Das freut uns sehr, dass er sich ein bisschen bewegt. Cedric Marcel Stäbe, auch die Nummer 95, obwohl der wirklich bockstark drauf ist. In der Weltrangliste sind wir die Nummer 47. Nils Brandau ist da noch vor uns aus Deutschland. Dann Alexander Zverev nur die Nummer 29. Damit sind wir schon die deutsche Nummer 3. Also das wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit, dass wir demnächst mal Davis Cup spielen, was hier ja immer Emerson Cup heißt. Da können wir uns jetzt natürlich nicht mehr reinhängen, vor allem weil es auch vergangene Woche war. Wir sind erst wieder aktiv in der Woche 40 in Tokio. Bei einem 500er Event.
Bis dahin können wir uns noch schön weiter fleißig verbessern. Kurzzeitform, ja, bei 47,8 war schon mal besser, glaube ich. Schwimmen ist Ausdauer und Muskeltonus brauchen wir nicht, aber sprinten können wir mal ein bisschen. Das wäre ganz gut. Die Kaltschnäuzigkeit nochmal trainieren. Vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen Yoga machen. Yoga ist immer gut, wobei ich Yoga auch sau anstrengend finde, um ehrlich zu sein. So, den Aufschlag hauen wir nochmal ein bisschen raus. Und dann machen wir noch ein paar bisschen Spezialschläge. Und dann ist es leider bei 0. Scheiße. Schade. Aber dann sind wir hier schon hoch in den 60ern und sogar bei 70. Cash haben wir noch 43.000. Das wird zum Ende des Jahres wieder schwer werden, das Geld bei sich zu behalten. So, St. Petersburg gewinnt Daniel Medvedev gegen Chumur, der wirklich einen guten Lauf hat. Spannender erster Satz. Zu 13 gewinnt er dann im Tiebreak. Und Carreño Busta gegen Gisbert Junior, unser ehemaliger Doppelpartner. Juan Gisbert Junior, einfach klasse Spieler. So, jetzt sind wir in Woche 40. Nächstes Turnier, wie gesagt, Tokio, sind wir im Hauptfeld sicher dabei. Deswegen müssen wir uns da jetzt nicht so drauf konzentrieren. Dann schauen wir mal, dass wir den Passierschlag noch ein bisschen verbessern. Boah, alter Vater. Gleich mal 6 Stunden Pause. Gleich erstmal ausruhen auf den Schock. So, Aufschlag hauen wir nochmal ein bisschen raus. Jetzt sind wir bei 10%. Einfach mal ein bisschen schwimmen, 3 Stunden. Das ist doch auch immer sehr erholsam. Sind wir bei 28%. Ready würde ich erst gerade nochmal warten. Beim Stellungsspiel nochmal ein bisschen trainieren. Dann trainieren wir nochmal Rallye 5 Stunden. Dann erhöht sich das nochmal ziemlich. Wir können Volley vielleicht mal ganz kurz ein kleines bisschen trainieren. Und dann geht die Kurzzeitform runter. Ich dachte, wenn ich jetzt mal was abwechsel, dann wird es vielleicht ganz gut werden. Hugo Nyss gewinnt gegen Borna Coric in Kuala Lumpur und Yong Chung gegen Speciale. Ah, ich sehe eine super Name. Darf man keine Witze drüber machen, ist Rassismus. So, Yong Chung auch wieder perfekt getroffen. Blonder Koreaner. K-Pop ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Aber ich glaube nicht natürlich blond. So, jetzt geht's auch schon nach Tokio. Wir reisen nicht mit dem Trainer. Wir haben noch ordentlich Cash bei uns. Wir fliegen Economy, sind im Hotel 3 Sterne unterwegs und treffen in der ersten Runde auf Cardenas. Gegen den haben wir vorher schon mal gespielt. Richtig guter Spieler, Carlos Cardenas. Das war das Spiel, was dann nicht mehr stattgefunden hat, weil ich so viel an dem Spiel rumgedoktert habe. Ihr erinnert euch, das war in der Aufnahme drin, aber ich musste ja dann quasi das Ende der ersten Saison nochmal neu spielen, weil der Speicherstand einfach weg war. Also Carlos Cardenas in der ersten Runde in Tokio sind an Nummer 4 gesetzt bei dem Turnier, was auch ziemlich geil ist. Roger Federer an 1. Dann wäre Nishioka oder Taylor Fritz in der nächsten Runde. Donskoy, Isner, Yong Chung, Jordan Thompson ist dabei, Maximilian Matera, Cilic, Galjew, den wir ja in der ersten Runde richtig schön weggesemmelt haben. Tennis Sandgren, Cedric Marcel Stäbe ist dabei. Proano aus Peru, würde ich jetzt mal sagen. Eher Volleyspieler, peruanischer Volleyspieler, das klingt auch, als müsste man ihm der Fußgängerzone was zuwerfen. Mental, ja, es ist ein Okay-Spieler, würde ich jetzt sagen. Es ist ein 26 Jahre alt, Nummer 37 der Welt. Sogar noch vor uns. Genau, er ist an 2 gesetzt bei dem Turnier. Also hat schon richtig gute Leistung gebracht. Da haben wir Speciale, Lucky Loser, der sich hier trotzdem noch irgendwie ins Feld reingeschummelt hat. Nils Brandau an 3 gesetzt. Das wird ein interessantes Turnier werden. Carlos Cardenas, würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich bin zwar todmüde gerade und bräuchte eigentlich mal eine Pause. Aber Carlos Cardenas, den hauen wir doch jetzt irgendwie mal weg als kleine Revanche, weil ich glaube, wir haben damals gegen ihn verloren und wir sind momentan auf den schnellen Belägen einfach bockstark. Und wir haben uns jetzt nochmal verbessert. Wir wollen unseren besseren Tommy sehen mit verbessertem Aufschlag, mit verbesserter Rallye. Jetzt haben wir natürlich so viele Trainer, die uns so viel kosten und jetzt haben wir gar keinen mitgenommen. Das war nicht so clever. Hätten wir machen müssen, weil wir zahlen ja eh für die.
Kurzzeitform ist durchwachsen, um das nochmal vorsichtig auszudrücken. Da kommen wir jetzt noch auf 37% hoch. Aber ich dachte auch, wir hätten noch mehr Zeit. Also die Kurzzeitform, die wird uns hier richtig reinhauen. Scheiße. Naja, schauen wir mal. Wir spielen ein bisschen mehr in die Rückhand. Da kann er nicht so richtig viel Druck ausüben und der Aufschlag ist vor allem ziemlich beschissen. So, natürlich wieder derselbe Court wie immer. Das ist ein bisschen schade, dass man hier keine unterschiedlichen Arenen hat. Wie gesagt, wird es aber alles geben. Wir kennen das ja schon, das Spiel, dass wir mehr in die Rückhand spielen. So, dann schauen wir mal. Move to Serve and Volley nehmen wir wieder raus. Und gegen Carlos Cardenas machen wir trotzdem mal die Slice-Rückhand, allerdings nicht so stark. So, Tommy serviert, erstes Spiel nach den US Open. Wir sind in Tokio am Start und Tommy startet direkt mal mit fast einem Ass. Sehr schön. Also Carlos Cardenas, man sieht schon, ein sehr aggressiver Spieler. Der müsste uns aber eigentlich ganz gut liegen. Natürlich, er bewegt sich völlig anders, als das jetzt Delbonis in der Runde davor gemacht hat. Der hätte den Ball locker zurückgespielt. Und er ist jetzt natürlich auch wieder ein Rechtshänder. Das ist vielleicht auch angenehmer zu spielen. Also Cardenas ist erstmal ziemlich sinnfrei, was er da macht. Unsere Kurzzeitform ist jetzt schon unterschritten. Das ist natürlich alles andere als optimal. Wir müssen hier schnell durchgehen, sonst lässt unsere Energie nach. Das war sehr dumm von mir. Aber der nächste Fehler von Carlos Cardenas bedeutet 1-0 für uns. Aufschlag ohne Probleme durchgebracht. Aufschlaggame bei ihm ist generell sehr schwach. Da können wir richtig reingehen. Können dicht an die Linien spielen. Der war stark mit der Vorhand. 15 love. Also er platziert den Aufschlag wirklich gut. Das hat er mit Delbonis gemein, aber ansonsten macht er natürlich jetzt schon mehr Fehler als Delbonis im kompletten Dreisatzmatch. Ach Tommy, komm schon, da hast du doch genug Zeit gehabt. Und der nächste leichte Rückhandfehler von Tommy. Angriffsbereitschaft haben wir gar nicht so hoch eingestellt, also daran kann es jetzt nicht unbedingt liegen. Was ist denn los? Ganz, ganz schlechte Leistung, aber wir sehen auch schon, wie schwach diese Rückhand einfach ist. Gehen jetzt trotzdem mal, das ist ja immerhin nur Tokio, die erste Runde, da gehen wir trotzdem mal ein bisschen schneller durch. Bleibt alles in der Reihe. Jo, da haben wir Glück gehabt. Dann holen wir uns aber jetzt den Breakball beim Stand von 4-3. Also enges Duell. Aber das war ein schwacher Aufschlag. Und das Spannungsmoment war relativ niedrig jetzt gerade. Aber 5-3. Holen wir uns den Satzball. Boah, die Kurzzeitform. Tommy bricht bald zusammen. Weiß auch nicht, habe ich mich irgendwie verkalkuliert. Dachte, wir hätten noch eine Woche dazwischen. Mit mehr Glück als Verstand bringt Tommy den zurück. Wir holen jetzt den ersten Satz 6-3, 26 zu 18 Punkte, sind schon überlegen, aber wir haben schon besser gespielt. Aber Cardenas kommt nicht so richtig zur Entfaltung. Vier Winners, sechs Unforced Errors. Ich gebe mal ein bisschen mehr Aggressivität mit rein. Dann schauen wir mal, wie denn der zweite Satz startet mit dem Breakball für Tommy Haas. Je schneller wir hier durch sind, desto besser. Dann können wir uns auch mal einen Tag regenerieren. Tommy Haas hat da jetzt alleine schon Bälle geholt und zurückgespielt, die er vorher nicht bekommen hätte. Ich
Ich glaube, das sieht man dann schon, dass die Werte dann nochmal besser sind. Was? 0,40. Drei Breakbälle für den Kolumbianer. Venezuelaner für den Südamerikaner. Sehr gut. 15-14. Tommy ist eigentlich der bessere Spieler, deswegen hat es mir jetzt gewundert. Da war anscheinend die Konzentration dann ein bisschen weg nach dem gewonnenen ersten Satz und direkt den Break. Und da ist dann auch das Rebreak. Also, eins beide. Carlos Cardenas kommt zurück. Jetzt allerdings direkt wieder die Möglichkeit für Tommy Haas, das dritte Break im zweiten Satz zu holen. Ja gut, das war nicht gut. Ich kann es immer nur wieder sagen, mit dem Rückhandslice zu reagieren, wenn man sieht, dass der Gegner Surf and Volley spielt. Natürlich hat man nur eine kurze Reaktionszeit, aber das ist keine gute Variante. Aber schön, dass Carlos Cardenas sich auch ähnlich entwickelt hat wie wir. Das war damals noch ein Challenger-Event, wo wir gegeneinander gespielt haben. Und da holen wir uns wieder das Break. Also wir sind überlegen, müssen jetzt allerdings auch langsam den Sack mal zumachen. Drei Breakbälle, weil sonst holt uns die Kurzzeitform ein. Das war ein starker Return. Super Aufschlag. Aber der Rückhandslice, der war dann ganz schwer, da Druck auszuüben. So, 6-3, 5-1. Ganz klare Nummer, war aber auch relativ klar, dass wir uns hier schnell durchsetzen werden. 30-40. Wollte wieder Surf and Volley spielen. So, das nicht unser bestes Spiel, nicht unser schlechtestes Spiel, aber 36 Winner, 16 Unforced Error, das ist schon in Ordnung. Der Aufschlag, der schnellste Aufschlag, 181. Wird nicht wirklich schneller aktuell. Weiß nicht, ob er sicherer wird. 62% finde ich eine sehr ordentliche Quote für uns. Das passt schon irgendwie. Und 53 Punkte gemacht. Davon 36 sich selber verdient. Der Gegner hat weniger Unforced Errors gemacht. Also gar nicht so schlecht gespielt.